In Hebräer 12, Vers 1 bis 3, ich lese vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Und hier steht, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb, alle sagen mal deshalb. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer, bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn, alle sagen mal wenn. Alle sagen wenn. Dreh zu dem Nachbarn um und sag wenn. Okay, wenn in der Bibel steht wenn, dann heißt es, dass man aufpassen muss. Weil jetzt folgt was, was eventuell in deinem Leben passieren könnte. Wenn die Bibel sagt, wenn, dann meint sie, wenn, Punkt, 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 wenn irgendetwas passiert. Das heißt, wenn hier steht, wenn, dann besteht die Chance, dass es in deinem Leben eventuell mal passieren könnte, dass du genau an diesen Punkt kommst, der jetzt beschrieben wird. Das heißt, wenn in der Bibel steht, wenn, dann aufpassen, okay? Manchmal überlesen wir einfach so, wenn, alle sagen nochmal, wenn. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, passiert uns nie. Passiert allen anderen. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr den Mut nicht verlieren. Eine andere Übersetzung sagt, werdet ihr nicht aufgeben. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, wenn ihr in der Gefahr steht, aufzugeben, dann denkt an Jesus, der all das für euch ertragen hat. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, dann werdet ihr den Mut nicht verlieren. Ich frage mich heute Abend, wie steht es um deinen Mut? Wie steht es um deinen Mut, deinen Glaubensmut? Wie steht es um deine Vision? Wie steht es um dich selber? Bist du gerade voll im Saft, voller Vision, voller Stärke? Bist voll am Gas geben oder bist du gerade eher so ein bisschen am Schwächeln, eher ein bisschen am müde werden. Ich frage mich, wie nah bist du wohl am Aufgeben? Warst du schon mal kurz davor, aufzugeben? Weißt du, wie es sich anfühlt, aufzugeben? Die Sache ist die, wir sprechen immer davon, dass Gott so einen großen Plan hat. Und das glauben wir wirklich. Gott hat einen großen Plan. Und ich werde gleich noch mehr darüber erzählen. Ich glaube, dass wir einen guten Gott haben, der einen guten Plan für dich hat. Und es ist egal, ob du jetzt meinen Worten zuhörst und ob du Gott kennst oder nicht, was für ein Bild du von Gott hast. Das ist nicht wichtig. Erstmal ist wichtig, dass Gott dich kennt, dass Gott dich liebt und dass er einen guten Plan für dein Leben hat. Und ich werde nicht müde, euch Woche für Woche für Woche daran zu erinnern, weil es ist die Wahrheit und es ist die gute Wahrheit und man kann sie nicht oft genug hören. Gott ist ein guter Gott. Und er hat ein großes Leben geplant und er hat eine Berufung für unser Leben. Aber das heißt nicht, dass es manchmal nicht schwer ist. Das heißt nicht, dass manchmal dieser Kampf, manchmal dieses Leben, was wir führen, nicht einfach ist. Hier steht, dass es einen Kampf zu kämpfen gibt. Dass es Dinge zu tun gibt, die nicht leicht sind. Es gibt ein Rennen zu rennen, einen Kampf zu kämpfen. Das bedeutet, man, es wird vielleicht nicht immer leicht werden. Und manchmal kommst du an den Punkt, wo du kurz davor stehst, aufzugeben. Ich weiß aber, in meinem Leben, manchmal kommst du an den Punkt, wo du kurz davor stehst, zu sagen, weißt du was? Vergiss all die Jahre, die ich investiert habe. Vergiss all das, wo wir Gas gegeben haben. Es bringt doch alles nichts. Hat doch alles keinen Sinn. Alles löst sich in Luft auf. Alles, nichts passiert so, wie ich es mir vorgestellt habe. Kennst du diesen Moment? Und hier ist die Sache. Aufgeben, ich habe das schon mal gesagt, aufgeben ist nie eine Option, bis es zur Option wird. So leicht zu sagen. Sagen wir immer wieder, aufgeben ist keine Option. Aufgeben, keine Option für mich. Das stimmt, aufgeben ist keine Option, bis es wirklich zu einer Option wird. Und was ich heute Abend tun möchte, ganz kurz. Ich habe 7 Punkte. Ich könnte jetzt sagen, ich habe 7 Punkte, weil es die heilige Zahl ist, die göttliche Zahl ist und ich genau 7 Punkte haben wollte. Der Grund ist, ich wollte 10 machen, mir sind bloß 7 eingefallen. Nein, es ist göttlich. 7 Gründe, warum du nicht aufgeben musst.
warum immer du stehst in deinem Leben. 7 Gründe, nicht aufzugeben. 7 Gründe, nicht aufzugeben. Hier ist der erste Grund. Alle sagen erstens. Du musst nicht aufgeben, weil erstens Gott dich nicht aufgegeben hat. Du musst nicht aufgeben. Warum? Weil Gott dich nicht aufgegeben hat. 5. Mose 31, Vers 6. Hier spricht er zu Joshua und er sagt, sei stark und sei mutig. Fürchtet euch nicht, erschreckt nicht vor ihnen, vor den Feinden, vor der Herausforderung, vor dem Kampf, vor dem Rennen, vor all dem, was vor ihnen lag. Denn der Herr, dein Gott, er ist es, der mit dir geht. Er wird dich nicht aufgeben und er wird dich auch nicht verlassen. Manche von euch müssen einfach mal kurz daran erinnert werden, dass Gott nicht den Plan hat, dich zu verlassen. Dass Gott nicht den Plan hat, dich fallen zu lassen. Dass Gott niemals auf die Idee kam, würde dir untreu zu werden, dir den Rücken zuzuwenden und dich einfach ins Verderben laufen zu lassen. Nein, Gott hat nicht die Absicht, dich allein zu lassen. Er schmeißt dich nicht in dieses Leben und sagt, hahaha, viel Spaß. Ich weiß, was kommt, du nicht. Good luck. Das ist nicht der Gott, den wir haben. Gott ist ein Gott, der dich liebt. Gott ist ein Gott, der einen Plan hat und der treu ist. Und der gesagt hat, weißt du was, egal wie oft du dich von mir abwendest, ich werde mich niemals von dir abwenden. Egal wie oft du glaubst, mich zu enttäuschen, ich werde dich niemals enttäuschen. In dem Moment, wo du dich entscheidest, dich wieder umzudrehen und mir in die Augen zu schauen, werde ich da sein. Weil ich bin ein treuer Gott und ich bin derselbe gestern, heute und für alle Zeit. Und du kannst laufen bis an die Enden der Erden, bis an die Enden der Meere und dort wirst du mich finden. Oh, wo auch immer du hinrennst, wo auch immer du hinläufst, da werde ich sein. Gott gibt dich nicht auf. Und ja, manchmal glauben wir, es wäre die beste Option für Gott, uns aufzugeben. Aber Gott wird Steffen nicht anschauen und sagen, come on man, ich habe dir 41 Jahre Zeit gegeben und bis jetzt hast du noch nichts gerissen? Alles klar, come on. Da kommt so ein junger 20-Jähriger. Der hat Ambitionen, der hat Visionen, ich probiere es mal mit dem. Gott ist kein Gott, der dich jemals fallen lässt. Manchmal haben wir dieses Gefühl, wenn ich Gott enttäusche, nur einmal zu oft, dann wird er seine Berufung von mir nehmen. Dann wird er seine Hand von mir sehen, seine Gnade von mir. Nein, das macht er nicht. Gott wird niemals seine Hand von dir nehmen, niemals seine Berufung von dir nehmen. Er ist immer treu. Gott wird dich niemals fallen lassen. Der erste Grund, warum du nicht aufgeben musst, ist, weil Gott dich niemals aufgeben wird. Hier ist der zweite Grund. Alle sagen zweitens. Der zweite Grund, warum du nicht aufgeben musst, ist, weil andere darauf zählen, dass du nicht aufgibst. Andere zählen darauf, dass du nicht aufgibst. Auf dem anderen Ende von deinem Durchhalten, auf der anderen Seite von dem Preis, den du bezahlst, stehen im Leben von anderen Menschen, die gesegnet werden, die gerettet werden, die aufblühen werden, weil du nicht aufgegeben hast. Und wir reden immer davon, für mehr zu leben als für uns selber. Und es ist immer dieses Positives. Wir leben für eine große Vision. Ja, aber weißt du was? Manchmal musst du einfach auch schlucken und manchmal musst du einfach auch stehen bleiben, auch wenn du nicht stehen bleiben willst, weil du weißt, hey, wenn ich jetzt stehen bleibe, dann werden andere sehen, dass ich stehen bleibe und sie werden auch stehen bleiben. Ich liebe, was in dem Psalm steht. Psalm 145, Vers 4. Eine Generation rühmt bei der nächsten Generation deine Werke und sie alle verkünden deine machtvollen Taten. Eine Generation rühmt bei der nächsten Generation deine Werke. Man, deine Hinterlassenschaft ist so groß, ist so wichtig. Was hinterlässt du für die nächste Generation? Was hinterlässt du für deine Kinder, für deine Enkelkinder? Hey, was? Die Bibel sagt, ich will wissen, ob du ein guter Mann bist. Zeig mir deine Enkelkinder, dann werde ich wissen, ob du ein guter Mann bist. Hier ist die Sache. Meine Kids wissen, dass ich nicht perfekt bin. Aber eine Sache will ich, dass sie wissen. Dass ich nicht aufgegeben habe. Dass ich einfach nicht aufgebe. Deine Freunde, deine Kinder, deine Verwandten, deine Arbeitskollegen, sie sehen deinen Kampf. Und sie müssen nicht sehen, dass du perfekt bist. Sie müssen auch nicht sehen, dass du alles hinkriegst. Aber weißt du, was sie sehen dürfen? Dass du niemals aufgegeben hast. Und das ist eine größere Inspiration, als immer zu gewinnen, ist es zu verlieren und wieder aufzustehen und weiterzumachen. Weil die wenigsten Menschen gewinnen immer im Leben. Aber jemanden zu sehen, der einfach gesagt hat, weißt du was, ich stehe einfach immer wieder auf, weil es geht nicht nur um mich, sondern ich will, dass die Generation nach mir und die Generation nach mir und die Generation nach mir. Ich bin so froh, dass Leute in unserem Land vor uns hergegangen sind und nicht aufgegeben haben. Weiter das Evangelium gepredigt haben, weiter Kirchen gebaut haben. Der einzige Grund, warum wir heute stehen, ist, wenn wir glauben, was wir bauen, ist, weil wir so gut sind, dann haben wir uns geschnitten. Wir stehen hier, weil Generationen vor uns gegangen sind, die größere Herausforderungen hatten als wir, aber die sind stehen geblieben, treu geblieben, haben weiter gebetet, haben weiter gebaut. Deswegen sind wir heute hier. Ich gebe nicht auf und du musst auch nicht aufgeben. Warum? Weil das Leben von anderen Menschen davon abhängt, dass du nicht aufgibst.
Hier ist das Dritte, also ein Drittens. Der dritte Grund, warum du nicht aufgeben sollst, ist, weil Gold durch Feuer veredelt wird. Dein Potenzial wird gerade veredelt. Dein Potenzial wird gerade herausgearbeitet. 1. Petrus 1, Vers 7. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, so muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Die Herausforderungen, durch die du gerade gehst, sind nicht da, um dich zum Scheitern zu bringen, sondern sind da, um dich stärker zu machen. Das ist der große Unterschied. Du kannst denselben Umstand haben, dieselbe Herausforderung haben. Der Feind will sie benutzen, damit du fällst. Gott will sie verwenden, damit du stärker wirst. Du hast so viel Potenzial, so viel steckt in dir, so viele Gaben, so viele wertvolle Dinge, die Gott in dein Leben gelegt hat. Und er weiß, sie werden niemals zum Vorschein kommen, es sei denn, wir bringen ein bisschen Feuer in dein Leben. Es sei denn, wir bringen ein bisschen Hitze in dein Leben. Es sei denn, wir fordern dich mal ein bisschen heraus. Dein Glaube wird erst dann geprüft, wenn du ihn wirklich glaubst. Wenn du ihn wirklich brauchst, sorry. Wenn du deinen Glauben nicht brauchst, dann wird er nie als herausgefordert werden. Aber der Moment, wo du glaubst, man, ich kann nicht mehr. Der Moment, wo du glaubst, wenn ich weiß nicht, wie das gehen soll, ist der Moment, wo Dinge in dir an die Oberfläche kommen, von denen du gar nicht wusstest, dass sie da sind. Und ich will dir Mut machen, vielleicht gehst du gerade durch so eine Zeit. Vielleicht gehst du gerade durch eine schwere Zeit und du hast das Gefühl, du kannst nicht mehr. Halt einfach noch ein bisschen länger aus. Gott ist jetzt gerade am Werken in dir. Gott ist jetzt gerade am etwas hervorbringen in dir. Und irgendwann wird es an die Oberfläche kommen und irgendwann wirst du sehen, wow, deswegen. Deswegen. Und vielleicht nicht deswegen, aber du wirst sagen, weißt du was? Ich bin froh, dass es passiert ist. Vielleicht bist du jetzt gerade in einem Moment, wo du sagst, ich wünschte, es wäre nie passiert. Irgendwann kommt der Moment, wo du sagst, okay, ich habe verstanden, es musste passieren. Und irgendwann dann kommt der Moment, wo du sagst, ich bin dankbar, dass es passiert ist. Weil ich weiß, ich wäre heute niemals der Mensch, der ich bin, wäre es nicht wegen einigen Zeiten gewesen, durch die ich gelaufen bin. In den letzten 15 Jahren hatten wir immer tolle Zeiten? Nein. Hatten wir extrem herausfordernde Zeiten? Ja. In den letzten 15 Jahren hattest du immer gute Zeiten? Vermutlich nicht. Hattest du herausfordernde Zeiten? Ja. Aber es gibt gewisse Dinge, auf die kannst du zurückschauen und sagen, wow, okay. Gewisse Dinge kann ich jetzt anders handeln. Gewisse Dinge kann ich jetzt anders meistern. Warum? Weil ich damals durch eine Zeit gegangen bin und ich verstanden habe und ich gelernt habe und Gott in mir etwas Neues zum Vorschein gebracht hat und Potenzial freigesetzt wurde. Du musst nicht aufgeben, weil die Herausforderung, in der du gerade stehst, ist da, um dich besser zu machen, um dich stärker zu machen, um das Potenzial, was in dir schlummert, zum Leben zu erwecken. Man, wer weiß, was passiert, wenn du durchhältst. Stell dir mal vor, du wirst niemals herausfinden, was passiert, wenn du aufgibst. Darren Kiddo, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ist einer von den genialen Leuten in unserer Church, der den Hillsong, den TV-Channel leitet. Und er hat einen Post gemacht heute Morgen über Basketball. Und er hat gemeint, wenn du nicht antrittst, um den Ball in den Korb zu schmeißen, dann ist die Chance, dass du nicht triffst, 100%. Wenn du nicht antrittst, um zu versuchen, den Ball zu versenken, ist die Chance, dass du nicht triffst, 100%. Und irgendein kluger Typ, es gibt so tolle, kluge Leute auf Instagram, die tolle Kommentare machen. Ich glaube, man nennt sie Haters, aber ist ja, ja. Glücklicherweise habe ich keinen von denen. Steffen hat viele von denen, ich habe keinen einzigen von denen. Aber Steffen ist auch 46, von daher. Aber ein kluger Typ hat gemeint, hey, ja, aber was ist, wenn du 10 von 10 verschießt? Was ist, wenn du 10 von 10 verschießt? Hä? Und ich liebe die Antwort von Darren Kiddo. Er meinte, ja, dann stelle ich hin und probiere ein 11. Mal. Wisst ihr, was ich meine? Es ist eine Herangehensweise ans Leben. Du kannst sagen, okay, 10 von 10, okay, ich habe es vergessen. Oder du kannst sagen, nö, nur gehe ich ein 4. Mal. Ein 11. Mal, ein 12. Mal, ein 13. Mal. Egal, Gnade sagt, was sagt Gnade? Weiß irgendjemand, was Gnade sagt? Gnade sagt, du. Yes. Die Zeit, durch die du gerade gehst, ist nicht da, um dich zu zerstören, ist nicht da, um dich zu Fall zu bringen, sondern ist da, um das, was Gott in dich hineingelegt hat, zur Oberfläche zu bringen. Du musst nicht aufgehen. Warum? Weil Gold im Feuer veredelt wird. Hier ist der nächste Grund. Ich glaube, es ist viertens. Das ist richtig? Viertens. Der vierte Grund, warum du nicht aufgeben solltest, ist, weil nichts von großem Wert
ohne einen Preis erworben werden kann. Weil nichts von großem Wert ohne einen Preis erworben werden kann. Jakobus 1, Vers 12. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Manche Dinge sind niemals zu bekommen, es sei denn, du bist bereit, den Preis zu bezahlen. Mein Problem ist, wenn ich einkaufen gehe, ich gehe nicht gerne einkaufen, okay? Ich gehe wirklich nicht gerne Klamotten einkaufen. Deswegen habe ich meistens einen schwarzen Pulli und eine Jeans an und jede Menge Leute beraten mich ständig, sagen, Freimund, du musst was anderes anziehen. Und ich sage mir, nee, schwarz ist gut, steht mir, schwarzer Kapuzenpulli, alles ist gut. Weil mein Problem ist, wenn ich dann wirklich mal einkaufen gehe, dann laufe ich meistens an die Sachen ran, die ich absolut liebe, bis ich das Preisschild sehe. Ich laufe immer am Schlussverkauf vorbei, direkt in neue Kollektion. Ist die Sache. Und das sind Sachen, die sind der Hammer. Aber die Frage, die man sich immer stellen muss, bist du bereit, den Preis zu bezahlen für das, was du da haben möchtest? Und die Dinge im Leben, die wirklich wertvoll sind, die gibt es nun mal nicht umsonst. Eine gute Ehe, die gibt es nicht umsonst. Eine starke Familie, die gibt es nicht umsonst. Eine bestehende Freundschaft, die gibt es nicht umsonst. Eine Kirche, die wächst, aufblüht, nach vorne geht, passiert nicht von selber. Ein Team, was ein Herz hat, Menschen für Jesus zu erreichen, passiert nicht von selber. Eine Firma, die aufblüht, die wächst, wo die Angestellten eine Vision haben, gemeinsam in einer stehen, das passiert nun mal nicht von selber. Alles, was wirklich Wert hat, muss bezahlt werden. Aber das ist was Gutes. Weil wenn du etwas wirklich willst, dann bist du auch bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Und dann gehst du nicht zur Bank und holst dir so ein 0% Darlehen und zahlst es nachher ab. So wie die Leute, die heutzutage sagen, sollst du das machen? Nee, dann gehst du hin und sparst. Du sagst, weißt du was, das will ich haben und ich spare. Und ich spare, weil es mir so viel wert ist. Und eines Tages gehe ich hin, hier, bam, Cash. Und dann kaufst du dir das Ding. Und hier ist die Sache. Weißt du, was ist wertvoll für dich? Wofür bist du bereit zu kämpfen? Wofür bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Vielleicht musst du dir erneut überlegen, deine Ehe dir mal anzuschauen und sagen, hey, weißt du was, als ich die Ehe eingegangen bin, war ich bereit, für sie zu kämpfen. Jetzt, 10 Jahre später, bist du immer noch bereit, den Preis zu bezahlen. Weil eine Ehe kostet viel mehr als einmal einen Verlobungsring und einmal eine Hochzeit organisieren, sondern die 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre danach, es wird dich extrem viel kosten, diese Ehe gesund zu halten. Bist du immer noch bereit, den Preis zu bezahlen? Vielleicht solltest du mal darüber nachdenken, ob es wert ist. Was wirklich wertvoll ist. Wir schmeißen Geld raus für Sachen, die sowas von unnötig sind. Und die Sachen, die wirklich wertvoll sind, die können wir uns nicht mehr leisten. Und im übertragenen Sinne kämpfen wir uns ab in unserem Leben mit Dingen, die es einfach nicht wert sind und haben dann keine Energie mehr, für die Sachen zu kämpfen, die wirklich etwas wert sind. Und ich will dir Mut machen, neu deine Werte zu überdenken, neu zu überdenken, okay, was sind die Sachen, für die ich wirklich bezahlen möchte und dann zu sagen, weißt du was, yes, das ist es wert und dafür zahle ich den Preis und deswegen gebe ich ja nicht auf, sondern deswegen mache ich weiter, weil ich weiß, Gott hat mir was versprochen und es ist wert, dass ich den Preis bezahle, deswegen werde ich heute hier stehen, deswegen werde ich morgen da stehen, deswegen werde ich übermorgen da stehen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr, ich bleibe einfach da. Ich gebe nicht auf, weil alles... Oder weil nichts von großem Wert ohne einen Preis erworben werden kann. Fünftens. Alle sagen fünftens. Ich gebe nicht auf. Einfach, weil der Feind es lieben würde, wenn ich aufgeben würde. Manchmal habe ich diesen Moment, wo ich mir denke, der Feind würde es lieben, wenn ich jetzt in die Knie gehen würde. Und einfach nur, um ihn zu nerven. Einfach nur, um ihn zu nerven, sage ich, nö, vergiss es. Ich weiß, du würdest dich jetzt freuen, würde ich aufgeben. Ich weiß, du würdest dich jetzt freuen, weil ich was auch immer. Nein, 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 einfach nur, um dich zu nerven. Einfach nur, um dich daran zu erinnern, dass du bereits verloren hast, dass Jesus Christus bereits gewonnen hat. Einfach nur, um dich daran zu erinnern, dass ich Teil von den Siegern bin und du der Verlierer bist, mache ich das jetzt nicht. Es ist unter meiner Würde. Manchmal brauchst du diesen gesunden Zorn in dir, der sagt, nee, mach ich nicht. Nee, ich mach weiter. Mann, es gibt so viele Gründe. So viele Momente, wo du sagen kannst, alles klar, vergiss es jetzt. Und Irvin McManus hat was Spannendes gesagt in der Message, die wir
bei uns heute Morgen gehört habe, er hat gemeint, meistens sind es nicht die großen Dinge, die dich aus der Bahn schmeißen, die großen Kämpfe, sondern die kleinen Dinge, die kleinen Sachen, die, auf die du dich vorbereitet warst, die so von der Seite kommen. So ein kleiner Ball, der dir von der Seite zugeschmissen wird, mit dem du nicht gerechnet hast und auf einmal verlierst du die Balance. Und ich sage, hey, come on, lass uns, ich will einfach nicht, dass die kleinen Dinge mich aus dem Leben bringen. Ich will einfach nicht, dass die kleinen Sachen, die der Feind versucht, mir an den Kopf zu schmeißen, mich aus der Bahn schmeißen. Nein, nein, ich behalte meinen Blick auf Jesus und einfach nur, um den Feind zu nerven, mache ich weiter. Einfach nur, um den Feind zu nerven. Ich gebe nicht auf, weil der Feind es lieben würde. 1. Petrus 5, Vers 8 bis 11. Ich liebe diese Bibelstelle. Seid besonnen. Seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr jetzt durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt worden sind. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen, eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Das darfst du annehmen über deinem Leben. Er wird deine Füße auf festen Boden stellen. Er wird dir die Kraft geben, dem Feind zu widerstehen und dieses Leben zu leben, was Gott für dich vorbereitet hat. Sechstens, der sechste Grund, warum du nicht aufgeben musst, ist, weil jede andere Option schlechter ist, als den Kampf zu kämpfen, in dem du gerade bist. Ganz einfach, weil jede andere Option einfach schlechter ist. Manchmal glauben wir, wegrennen ist besser. Aber der Moment, wo du wegrennst, hörst du auf, für das zu leben, wofür du berufen bist. Und das ist immer die schlechtere Option. Ist vielleicht ein total bescheuerter Vergleich jetzt, okay? Aber ich liebe Hunde. Und es gibt die Leute, die Hunde lieben und die... Es gibt die Leute, die lieben es, einen Hund zu haben, und es gibt die Leute, die die Vorstellung lieben, einen Hund zu haben. Es gibt zwei Unterschiede. Ich bin gerade dabei, meine Frau davon zu überzeugen, dass die Vorstellung, einen zweiten Hund zu haben, eine großartige Vorstellung ist. Und zwar keinen kleinen Cocker Spaniel, sondern einen richtigen Hund diesmal, okay? So einen richtigen Hund. Aber hier ist die Sache, da hast du manchmal Hunde, die sind total, die verhalten sich total falsch und die machen die ganze Wohnung kaputt und was auch immer. Aber der Grund, warum sie es tun, ist nicht, weil sie böse Hunde sind, sondern einfach, weil sie den ganzen Tag rumliegen, nichts zu tun haben und einfach, sie werden nicht ihrer Bestimmung gerecht. Und ich habe gerade ein interessantes Buch gekauft über diese Art von Hund, die ich mir zulegen möchte. Und die hat mich dazu gebracht zu sagen, komm, ich warte noch ein bisschen. Ich warte noch ein bisschen, bis ich ein bisschen mehr Zeit habe. Weil, weißt du, wenn du dir so einen richtigen Jagdhund holst, der für die Jagd da ist, aber du lässt ihn niemals das machen, wozu er berufen ist, wird er immer unglücklich sein. Weil dieser Hund wurde dazu gezüchtet, gewisse Dinge zu tun. Und wenn er die nicht machen darf, dann wird er immer depressiv sein. Warum, glaubt ihr, sind so viele Menschen depressiv heutzutage? Weil sie einfach nicht dieses Leben leben, wozu Gott sie berufen hat. Und glaubt mir, alles ist besser. Auch sei der Kampf noch so schwer. In diesem Kampf zu stehen, wenn es deine Berufung ist, wird dich mehr erfüllen, als wegzurennen und irgendwo auf der Couch zu sitzen und nichts zu machen. Ich gebe einfach nicht auf, weil jede andere Option ist immer die schlechtere Option. Ich bin froh, wenn ich alleine irgendwo sitzen kann. Ich habe Research gemacht. Ich war in Südafrika, ich habe Research gemacht, was sind die einsamsten Flecken dieser Welt? Ich weiß, ich bin introvertiert, okay? Ich habe herausgefunden, dass man auf so großen Frachtern, kennt ihr diese großen Frachter, diese Öltanker? Steffen, willst du mitkommen? Ich habe, mit dir kann ich es aushalten. Aber ich weiß nicht, was deine Frau sagen wird dazu. Aber denn bis 46, das passt schon. Aber ich habe herausgefunden, du kannst mitfahren mit denen. Das heißt, du musst nicht in 10 Stunden nach Südafrika fliegen, du kannst auch in 2 Monaten auf so einem großen Tanker dahin fahren. Hier ist die Sache, die Idee kommt mir manchmal, dass es so viel besser wäre, wenn ich jetzt allein zu Hause sitze. Wäre so viel schöner, wenn ich allein zu Hause sitzen würde, ohne irgendjemanden da, nur ich und Netflix und zu viel Schokolade und Frust. Aber die Sache ist die, und ihr alle kennt es, geht es dir danach wirklich besser? Mehr muss ich nicht sagen. Heute Abend gehe ich trotzdem Netflix schauen. Meine Frau sieht da, was soll ich machen? Aber ehrlich, hey, ich will einfach Mut machen. Ich weiß, der Kampf, den du jetzt gerade kämpfst, ist vielleicht extrem schwer. Und es ist extrem verlockend für dich, aufzugeben und was anderes zu wählen. Aber alles andere
als das Leben zu leben, wozu Gott dich berufen hat, ist immer die schlechtere Option. Egal wie schwer es jetzt gerade ist. Deswegen gebe ich nicht auf, weil alles andere ist die schlechteste Option. Der 7. Punkt, das Team kann nach vorne kommen. Mein 9. Punkt. Der Grund, warum ich nicht aufgebe, alle sagen 7. ist, weil Gott noch nicht fertig ist. Weil Gott noch nicht fertig ist. Philipper 1, Vers 6. Ich bin ganz sicher. Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden. Der Grund, warum ich nicht aufgebe, ist, weil Gott noch nicht fertig ist. Da, wo manche einen Punkt setzen, setzt Gott ein Komma. Da, wo manche einen Punkt setzen, setzt Gott einen Doppelpunkt. Gott ist noch nicht fertig. Und warum willst du früher aufgeben, wenn Gott noch gar nicht durch ist mit deinem Leben? Und ich will dir einfach Mut machen. Da, wo du gerade stehst und da, wo du gerade sitzt und da, wo du meine Worte gerade hörst, ich will dich einfach daran erinnern. Und vielleicht ist es sowas von basic und sowas von simpel, aber es macht mir nichts aus. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Du musst nicht aufgeben, weil Gott ist noch nicht fertig. Und wenn du dich einfach noch durchringen kannst, noch einen Tag weiterzumachen, wenn du dich durchringen kannst, noch eine Woche weiterzumachen, wenn du dich durchringen kannst, noch einen Monat weiterzumachen, wenn du dich dazu bringen kannst, noch ein Jahr weiterzumachen, komm, gib dir noch ein bisschen Zeit, dann wirst du sehen, dass Gott anfängt, in dir etwas zu machen. Du wirst deine Wunder sehen, du wirst deine Kraft sehen, du wirst deine Herrlichkeit sehen, du wirst Heilung erleben, du wirst Wiederherstellung erleben. Neuer Glaube wird in dir freigesetzt werden, Hoffnung wird aufbrechen in dir, weil Gott ist treu. Er hat gesagt, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, dann will ich mich von dir finden lassen. Gott spielt kein Verstecken mit dir. Wenn du einfach nur dran bleibst, alles, was ich mache, ich bleib stehen, weil Gott ist noch nicht fertig. Und wenn Leute dich anschauen, wenn Leute dich richten, wenn Leute dich irgendwie zurechtstutzen, weil sie sagen, du bist nicht gut genug, alles, was du sagen kannst, ja, ich weiß, aber Gott ist noch nicht fertig. Ich bin noch in Arbeit. Ich bin noch nicht da, wo ich sein soll. Aber Gott hat auch nicht aufgehört. Gott hat auch nicht aufgegeben, weil wenn Gott aufgegeben hätte, wäre ich nicht mehr da. Aber die Tatsache, dass ich noch hier bin und die Tatsache, dass ich noch atme, bedeutet, Gott ist noch nicht fertig mit mir und deswegen ist Gott auch noch nicht fertig mit dir.